In der Fußballwelt kennt und schätzt man sich Florian Schnorrenberg und Sascha Hildmann, Schnorrenberg 1, Hildmanns Nachfolger in Groß-Asbach. Heute spielt man gegeneinander und nach dem 7:2 in Dresden heißt es Wiedergutmachung beim VfB. Aber die Gegner, die Preußen aus Münster, sind gut drauf. Das Nachholspiel gegen Dortmund gewonnen und auch hier heißt die Richtung Zug zum Tor. Torben Dieters mit der ersten Chance. Dieters ja selbst mal ein Jahr beim VfB Lübeck gespielt. Dann der lange Einwurf von Kapitän Marc Lorenz. Und da ist Nico Kulis. Das 1:0 für den SC Preußen Münster. Was für ein Start. Über 600 mitgereiste Fans haben sich auf den Weg gemacht. Über die A1 an die Trave. Und hier steht's, Kulis, Mutterseelen allein am Pfosten. Erst noch eine gute Parade von Klevin, aber dann Kulis, ganz cool. Simon Scherder dann, hochverteidigt. Das ist Joel Grodowski, die Tormaschine vom SC Preußen Münster. Und auch der sitzt. Sein 12. Saisontreffer. Er fliegt durch die dritte Liga. Joel Grodowski. Hier der Pass durch die Beine, dann noch von Redemann und dann unter die Latte genagelt. Tolles Tor von Joel Grodowski und der nächste Nackenschlag für den VfB Lübeck und Florian Schnorrenberg. Das hat er sich so sicherlich nicht vorgestellt. Was macht der VfB Lübeck? Die versuchten es dann mal über die Außen. Da ist Florian Egerer, Geburtstag hat er heute. Aber belohnt wurde er nicht mit dieser Direktabnahme. Bislang noch keine richtige Torchance. Anders natürlich die Preußen. Und er hier, Malik Batmaz, die andere Tormaschine, 13. Saisontreffer. Und auch hier stand er, Mutterseelen allein. Schauen wir nochmal genau hin. Kulis mit dem Kopfball. Und dann Batmaz nimmt den ebenfalls ganz cool. Und netzt ein. Hier sehen wir es nochmal. Da steht er ganz alleine. Keiner um ihn herum. Alleine vor Klevin. Also das läuft doch gut für Sascha Hildmann. Aber er will mehr. Er hat noch nicht genug. Und die anderen wissen gar nicht so richtig, was sie machen sollen. Rein in die zweite Halbzeit. Vielleicht passiert ja noch was. Aber die Münsteraner sind auf dem Vormarsch. Der eingewechselte Bouchama an die Latte. Naja, das war ja mal ein Ausrufezeichen. Der SC Preußen Münster bestimmte dieses Spiel. Lübeck fand überhaupt nicht in ein flüssiges Spiel hinein, geschweige denn, dass sie irgendwann mal irgendwelche Torchancen produzieren sollten. Anders Preußen Münster. Man hat durchgewechselt. Scheibu Obiagba kommt dann über die Seite und da ist Wickamp, aber gerade noch so richtig gerettet von Leon Sommer, der sich dann noch mal gerade so vor dem Mittelstürmer reinhaut. Toll gespielt, selbst beim 3:0 immer noch Lust auf Fußball. Hier hatte Leon Sommer was dagegen. Florian Schnorrenberg schaute auf die Uhr. Bislang immer noch kein Torschuss. Wir sind in der 90. Minute. Emmanuel Adu eingewechselt. Das auch bezeichnend von der Spielweise heute hier mit dieser Kerze. Da kommt Mirko Boland. Und jetzt, ja jetzt muss sich Maximilian Schulze-Niehorst das erste Mal lang machen. Die erste Parade, die erste Chance von Lübeck. 90. Minute, heißt ergo, es passierte überhaupt nichts mehr an der Lohmühle. Am Ende konnte nur einer jubeln. Das war Sascha Hildmann und seine Preußen mit einem souveränen 3:0-Sieg. Wir haben bis zum Schluss eine Torchance zugelassen oder so. Wir waren so griffig, so viel Zweikämpfe gewonnen, so fleißig. Hey, dann macht das auch einfach Spaß, ne? Auf der einen Seite macht Spaß, auf der anderen macht sich ein bisschen Verzweiflung breit. Ich glaube, nach so einem Spiel wie heute musst du an allem arbeiten. Ich glaube, wir hatten eine richtig gute Torchance mit Flo Egerer, erste Halbzeit. Zweite Halbzeit, weiß ich gar nicht, zwei Halbchancen mit Bohle und Mats oder so. Aber ich glaube, wir müssen an allem einfach arbeiten, weil sonst wird es schwierig. Es wird ungemütlich an der Trabe. Es gibt ja angeblich keine Endspiele, aber es wird Zeit, dass Punkte kommen. Nächste Woche geht es für den VfB Lübeck zum hallischen FC. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.